Wir gehen damit wieder zurück in die Debatte im Saal. Aktueller Redner ist Carsten Sieling, der Bürgermeister von Bremen. Alle reden über den Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir immer noch hohe Arbeitslosigkeit, meines Erachtens immer noch deutlich zu hohe Arbeitslosigkeit, insbesondere in einigen Regionen. Und für Bremen kann ich da natürlich genauso reden wie für viele Städte in Nordrhein-Westfalen, im Ruhrgebiet, aber auch im Osten unseres Landes. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das verbinden. Digitalisierung gestalten, Zukunft gestalten erfordert auch eine aktive Arbeitsmarktpolitik und einen öffentlich finanzierten Beschäftigungssektor, Genossinnen und Genossen. Das gehört auch dazu und auch das will ich hier für dieses Kapitel betonen. Zuletzt will ich ansprechen die Diskussion um den Antrag 110 und die Formulierung, die dort in der Debatte ist, und will einen Vorschlag machen, wie wir vielleicht damit umgehen können. Weil der Vorschlag, der hier stark gemacht worden ist, Seite 12, klar ist für uns, dass alle Menschen ein Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum haben und dieses nicht durch Sanktionen gekürzt werden darf, ist in dieser Pauschalität nicht realitätstüchtig und führt uns am Ende in ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und das ist doch etwas, was wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten nicht verfolgen. Deshalb müssen wir sehr genau gucken, wie wir das anlegen. Ich bin sehr der Auffassung, und wir haben das auch in unserem Wahlprogramm Gott sei Dank verankert, dass wir sagen, die Kürzungspraxis, die jetzige Sanktionspraxis muss verändert werden. Zum Beispiel an die KDU-Bestandteile darf nicht herangegangen werden. Das muss hier auch deutlich und stark und klar gemacht werden. Deshalb will ich konkret vorschlagen, dass wir den zweiten Teil dieses Satzes verändern, und vielleicht kriegen wir dann einen Konsens hin. Und zwar verändern, dass es dann dort heißt, und deshalb werden wir die geltende Sanktionspraxis verändern. Der Gesamtsatz würde heißen, klar ist für uns, dass alle Menschen ein Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum haben, und deshalb werden wir die geltende Sanktionspraxis verändern. Ich glaube, das wäre ein richtiges Zeichen, geht in die Richtung der Antragsteller und ist umsetzbar und von uns durchzusetzen. Herzlichen Dank. Ja, liebe Delegierte, als Nächste kommt jetzt Juli Rothe aus Berlin. Danach würden wir dann auch die Debatte, weil wir dann immer noch fast 10 Wortmeldungen haben, würden wir die Debatte unterbrechen wollen, würden die Mandatsprüfungs- und Zählkommission, die wohl inzwischen soweit ist, bitten, die Ergebnisse des Wahlgangs für die Beisitzerinnen und Beisitzer vorzustellen. Aber jetzt hat zuerst Juli Rothe das Wort und bittet doch mal, sofern ihr seid, es ist wirklich toll mit der Präsenz im Saal, aber sofern ihr wisst, dass noch jemand draußen ist, von dem ihr meint, der sollte gleich dabei sein, dem mal langsam auch wieder reinzukommen. Ja, danke schön. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht. Das ging doch schneller, als ich dachte. Liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte mich auch für den Änderungsantrag 110 aus meinem Landesverband Berlin aussprechen und auch dafür werben, dass wir ihn in der Form, wie ihn gestellt haben, annehmen. Und Carsten, den Änderungsvorschlag, ich kann das wirklich nicht unterstützen, weil es geht nicht darum, das Sanktionssystem, wie es jetzt ist, zu ändern. Es geht darum, Sanktionen abzuschaffen, weil Sanktionen nicht menschenwürdig sind. Ich bin ehrlich ein bisschen überrascht. Ich dachte, wir sind hier Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und kämpfen an der Seite von denjenigen in der Gesellschaft, denen es schlecht geht, von den Schwachen, von denen, die in prekären Lebensverhältnissen leben und die sich nicht selber helfen können, und versuchen nicht, denen das Leben noch schwerer zu machen mit einem völlig undurchsichtigen Sanktionssystem, was Menschen, wie Philippos eben auch schon gesagt hat, krass benachteiligt, die aufgrund von sprachlichen Barrieren gar nicht umsetzen können, was da gefordert wird. Das können wir doch nicht ernsthaft aufrechterhalten und auch noch unterstützen. Wir sind doch hier dazu da, den Menschen zu helfen und ihnen zu ermöglichen, sich auch selber zu helfen und ein gutes Leben zu führen. Und dieses Minimum, das muss ein Minimum sein, davon kann man doch nichts wegnehmen. Was ist denn das für ein Minimum, wenn man dann den Berg immer noch kleiner macht für die Leute? Und also ein bedingungsloses Grundeinkommen ist doch wohl nicht das, was wir unter Hartz IV verstehen, oder? Das ist doch kein bedingungsloses Grundeinkommen, dieser Betrag. Also ich weiß nicht, aber das ist wirklich, was ich gerade gehört habe, hat mich jetzt echt noch mal ein bisschen fertig gemacht. Ich kann mir gar nicht erklären, wie man dazu kommen kann, Hartz IV ein bedingungsloses Grundeinkommen zu nennen. Ich hoffe, das sehen hier auch noch andere so. Das ist wirklich absurd. Wir hier
stehen an der Seite von den Menschen, die keiner Erwerbsarbeit nachgehen können oder die von Hartz IV leben, von alleinerziehenden Menschen, von Menschen, die einfach in einer Situation sind, aus der sie alleine nicht rauskommen. Und da müssen sie auch einfach von uns nicht noch immer eine reingedrückt bekommen, indem man ihnen noch mehr davon wegnimmt, was sie ohnehin schon nicht haben. Das kann doch nicht so sein, dass wir hier immer noch auf die Leute eindreschen. Wir haben doch jetzt einfach auch gelernt in den letzten 10 Jahren, dass dieses System und diese Politik uns als SPD überhaupt nichts gebracht hat. Das hat uns doch auch in die Situation gebracht, in der wir jetzt sind, weil die Leute uns nicht mehr ernst nehmen und uns nicht mehr für glaubwürdig halten. Wir müssen uns ehrlich machen und mal hart in die Kritik gehen zu diesem System und auch sagen, dass wir Sanktionen nicht wollen. Darum werbe ich und ich hoffe, ihr könnt das unterstützen. Und dann habe ich noch eine kleine Anmerkung, weil das gerade an mich herangetragen wurde und ich ein bisschen Zeit habe. Es wäre schön, wenn die Redeliste quotiert wird, so wie das auch in unserer Geschäftsordnung steht und hier nicht 20 Männer hintereinander reden. Dankeschön. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben ein Ergebnis für die Wahl der Beisitzerinnen und Beisitzer und ich bitte um das Ergebnis. Liebe Genossinnen und Genossen, wie schon gesagt, haben wir ein Ergebnis. Es dauert jetzt ein bisschen. Ich gebe euch hier die Ergebnisse der Wahl der weiteren Mitglieder im Parteivorstand bekannt. Insgesamt sind 35 Beisitzerinnen und Beisitzer zu wählen. Für eine Wahl im ersten Wahlgang ist mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Abgegeben wurden 600 Stimmzettel, davon sind 22 Stimmzettel ungültig, also sind 578 gültig. Das notwendige Quorum im ersten Wahlgang liegt somit bei 290 Stimmen. Ich komme jetzt zu den Ergebnissen. Doris Ahn, 478 Stimmen gewählt. Nils Ahn, 402 Stimmen gewählt. Katharina Barley, 478 Stimmen gewählt. Klaus Bartel, 183 Stimmen nicht gewählt. Aziz Bozkurt, 131 Stimmen nicht gewählt. Leni Breimeyer, 276 Stimmen, nicht gewählt. Martin Dulig, 245 Stimmen, nicht gewählt. Michaela Engelmeier, 339 Stimmen, gewählt. Wiebke Esther, 416 Stimmen, gewählt. Clara Geiwitz, 174 Stimmen, nicht gewählt. Kerstin Griese, 376 Stimmen, gewählt. Mike Groschek, 395 Stimmen, gewählt. Uli Grötsch, 304 Stimmen, gewählt. Hubertus Heil, 332 Stimmen, gewählt. Eva Högel, 266 Stimmen, nicht gewählt. Oliver Kasmarek, 349 Stimmen, gewählt. Daniela Kolbe, 266 Stimmen, nicht gewählt. Gabriele Lösekrug-Möller, 333 Stimmen, gewählt. Heiko Maas, 383 Stimmen, gewählt. Christoph Matschi, 158 Stimmen, nicht gewählt. Hilde Mattheis, 223 Stimmen, nicht gewählt. Serpil Mitjatli, 177 Stimmen, nicht gewählt. Matthias Mirsch, 358 Stimmen, gewählt. Michael Müller, 242 Stimmen, nicht gewählt. Aidan Özus, 395 Stimmen, gewählt. Katja Pehle, 180 Stimmen, nicht gewählt. Boris Pistorius, 307 Stimmen, gewählt. Anke Rehlinger, 325 Stimmen, gewählt. Michael Roth, 313 Stimmen, gewählt. Sarah
Sarah Wiglewski, 342 Stimmen, gewählt. Dagmar Schmidt, 374 Stimmen, gewählt. Svenja Schulze, 401 Stimmen, gewählt. Alexander Schweizer, 329 Stimmen, gewählt. Carsten Sieling, 360 Stimmen, gewählt. Johanna Ückermann, 329 Stimmen, gewählt. Sascha Vogt, 308 Stimmen, gewählt. Ute Vogt, 228 Stimmen, nicht gewählt. Dietmar Woidke, 359 Stimmen, gewählt. Damit wurden 25 Beisitzerinnen und Beisitzer gewählt. Davon sind 12 Frauen und 13 Männer. Noch zu wählende Beisitzerinnen und Beisitzer sind jetzt 10. Vielen Dank. Vielen Dank, Janne. Das Ergebnis zeigt, dass wir einen zweiten Wahlgang brauchen. Und dafür werden wir für die Beratung auch gleich den Parteitag für 30 Minuten unterbrechen. Vorher würde ich aber gerne ein Signal haben, falls jemand von denen, die gewählt wurden, jetzt mache ich es mal in Negativabfrage, nicht annehmen. Ist da jemand bei, der nicht annehmen möchte? Das sehe ich nicht. Also alle anderen nehmen an. Den Frauen und Männern schon mal herzlichen Glückwunsch. Und wir brauchen, damit sind dann 25 Beisitzerinnen und Beisitzer gewählt. Davon sind 12 Frauen und 13 Männer. Und wir brauchen damit noch zu wählende Beisitzerinnen und Beisitzer 10. Wir unterbrechen den Parteitag für die Beratung für eine halbe Stunde. Also Pause bis 15.10 Uhr. Nun muss in den einzelnen Landesverbänden beraten werden, wer aufgestellt wird, wer vielleicht erneut kandidiert, wer warum rausgewählt bzw. nicht reingewählt wurde. Zudem werden 10 weitere Beisitzer gesucht. Die werden dann im Anschluss gewählt werden. Und das alles muss nun debattiert werden. Und deshalb macht der Parteitag nun eine Zäsur. 14.40 Uhr an diesem Freitag, an diesem zweiten Tag des SPD-Parteitages hier in Berlin. Wahl der Beisitzer für den erweiterten Bundesvorstand ist der Tagesordnungspunkt. Zuvor haben wir Debatten zum Thema Europapolitik gehört, zu der Frage, wie sich der technologische Wandel auswirken wird, wie die soziale Sicherung im Zeitalter der Digitalisierung organisiert werden kann. Ein sicher ganz spannender und ganz wichtiger Bereich für die Zukunft. Wie können die vielen, vielen Freelancer, die auch tätig sind in diesem Bereich, die in Start-ups tätig sind, wie können die in Sozialversicherungen übernommen werden, beziehungsweise wie kann Sozialversicherung aussehen? Das ist alles gestreift worden in dieser Debatte. In den letzten Stunden dieser ein bisschen querbeet ging auch, da ging es um Klimaschutzpolitik, um die Frage der sozialen Sicherungssysteme. Grundeinkommen war ein Stichwort und immer wieder auch Hartz-IV-Gesetz. Immer wieder arbeitet sich die SPD immer noch an der Agenda 2010 an. Teile der Partei geben immer noch Gerhard Schröder und übrigens Frank-Walter Steinmeier, der ja auch einer der geistigen Väter der Agenda 2010 war, auch die Schuld an dem Absacken der SPD. Andere wiederum sagen, nein, nein, das hat damit nichts zu tun. Wir müssen schauen, wie die Aufgaben einer sozialdemokratischen Partei in der Zukunft überhaupt aussehen kann. Das Ganze findet ja statt vor einem Prozess der Veränderung der Parteienlandschaft, vor allem in Europa um uns rum. Emmanuel Macron war und ist der neue Star in Frankreich, auf den sich die Sozialdemokraten ja sehr viel und sehr gerne beziehen. Sebastian Kurz, und das ist das Verbinden. Und die Parallele zwischen den beiden ist auch so ein, ich sage jetzt mal, Jungstar der Politik. Die Parteienlandschaft verändert sich vielleicht in dem Sinne, dass es immer mehr Einzelpersonen sind, die eine Rolle spielen.
werden in Zukunft und weniger solche Formationen wie diese traditionellen Parteien, die wir in Deutschland kennen. Das meinen jedenfalls Menschen, die sich wissenschaftlich mit der Parteienstruktur in Europa befassen. So ein kleines bisschen trifft das ja vielleicht auch auf Christian Lindner zu, der die Liberalen wieder in den Bundestag geführt hat und ja den ganzen Wahlkampf auf sich selber zugeschnitten hat. Das klang ja heute auch schon in kritischen Würdigungen an. Also das Ganze findet eben statt vor der Veränderung, also der Versuch, einen neuen Weg zu finden, modern und gerecht, die SPD zu erneuern, vor dem Hintergrund dieser Veränderung der Parteienlandschaft in Deutschland. So, jetzt ist also, wie gesagt, der Parteitag unterbrochen. Es muss besprochen werden, wie es gleich weitergeht mit der Wahl der Beisitzer. Wir nutzen diese Gelegenheit und schauen noch mal zurück auf die Rede von Martin Schulz zum Aspekt Europa.